Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen bei den Pretty Old Pixel. Mein Name ist Alexander und ich darf euch recht herzlich an Bord des Mutterschiffes im Orbit von Fractalus begrüßen, und zwar beim Spiel Rescue on Fractalus. Nachdem wir uns bisher die C64er-Version und die Apple II-Version angeschaut haben, werde ich mir heute die Atari 800-Version anschauen. Das ist die ursprüngliche Version und die soll angeblich 1,5 mal schneller sein als die 64er-Version. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich dieses Spiel hier spielen lässt. Und ich schlage vor, dass wir uns direkt auf die Planetenoberfläche bewegen. Das heißt, ich drücke den Knopf und wir starten. Und wir sehen hier wirklich eine sehr schöne Startfrequenz. Das sieht echt super aus. Und während wir langsam zur Planetenoberfläche hinabgleiten, schauen wir uns mal das Cockpit an. Und das sieht genauso aus wie das Cockpit, was wir bisher beim 64er hatten. Und ich bilde mir ein, auch beim Apple II. Also da hat es keine Unterschiede gegeben. Oh, so, da sind wir jetzt schon. Ich reduziere die Geschwindigkeit. Das geht schon mehr gar nicht. Okay. Eine Besonderheit, man kann die Geschwindigkeit durch Drücken der Pfeiltaste rechts erhöhen und durch Drücken der Pfeiltaste links wieder reduzieren. Und da sehen wir auch schon unser erstes Ziel vor uns auftauchen. Ich drehe hier mal rein. Und wir landen. Systeme aus. Da hat es geklopft, dann können wir jemand reinlassen. Super. Und es hat schon mal funktioniert. Also was ich schon mal sagen kann, ist, dass sich das Raumschiff sehr gut steuern lässt. Auch wenn wir gerade beschossen werden. Und da empfangen wir wieder ein Signal. Ich gewinne etwas an... Oh! So, wunderbar. Erstes Ziel zerstört. Und wir landen wieder. Ich lasse lieber die Tür noch geschlossen. Es klopft. Dann lassen wir ihn mal herein. Also kein Außerirdischer. Sehr gut. Systeme an. Und wir starten wieder. Und ich muss sagen, man merkt wirklich den Geschwindigkeitsanstieg. Die Grafik ist wesentlich schneller. Ob sie wirklich hübscher ist, das vermag ich gar nicht zu beurteilen. Sie kommt mir etwas gröber vor als bei der 64er-Version. Aber das kann auch täuschen. So, dann fliegen wir mal hier links durch die Schlucht. Zwei Piloten müssen wir noch retten. Na, wo sind die Piloten? Den Sound finde ich auch sehr gut. Das Dröhnen der Triebwerke. Und da ist unser Kamerad. Oh, oh, wir werden jetzt getroffen. Nein, Glück gehabt. Da müsste gleich das Raumschiff auftauchen. Da ist es schon. Wir landen. Kann ich ihn sehen? Ich drehe mal. Ah, hinter uns ist auch noch einer. Gut zu wissen. So, der Pilot kommt. Jawohl. So, Systeme an. Und da scheint der nächste zu sein.
Da ist ein etwas höherer Gebirgszug vor uns. Ui, das war knapp, aber geschafft. Aber ihr habt gesehen, ich bin gegen einen Gegenstand geflogen. Wir haben etwas Energie verloren. Perfekt. Gut, dann starten wir und wir sehen auch an der mittleren Leuchte, dass das Mutterschiff in Reichweite ist. Das heißt, wir können andocken. Und eine andere Farbe beim Eintritt in das Mutterschiff. So, 6740 Punkte. Und ich möchte gerne etwas zum Intro noch sagen, bevor wir uns in die nächste Runde wagen. Ich fand das Intro wirklich sehr gut. Man hat zum ersten Mal das Mutterschiff gesehen und es sah richtig, richtig cool aus. Man hat auch gesehen, wie dann das eigene Raumschiff aus dem Mutterschiff herausfliegt. Mit einer tollen Wendung und Drehung. Also, das war echt toll. Das gab es weder bei der 64er noch bei der Apple-Version. Das ist hier wirklich einmalig bei der Atari-Version. Und ich bin echt froh, dass ich diese Version jetzt mal angespielt habe, denn sonst hätte ich das nie gesehen. Wir machen jetzt weiter, aber wir überspringen mal ein paar Level. Mal schauen, wie weit wir hier kommen. Level Nummer 8. Okay, weiter geht's nicht. Bin jetzt wieder runtergesetzt worden. Habt ihr es gesehen? Schade. Also nochmal. Dann machen wir mal Level 7. Ah. So, okay, jetzt hat es geklappt. Keine Ahnung, warum ich gerade zurückgesetzt wurde. Und wir starten wieder. Jetzt bin ich auf die Schwierigkeitsstufe gespannt. Und wir sehen direkt einen abgestürzten Kameraden. Wir landen. Dann lassen wir mal rein. So, wir bleiben schön unten. Unser Langstreckenradar zeigt wieder ein Raumschiff an. Muss aber etwas an Höhe gewinnen. 4, 3, 2 und wir landen. Ah, das war zu hoch. Ui. Wir drehen um. Hoppala. Vernichten wir erstmal die Station und wagen dann einen neuen Anlauf. Da ist noch einer. Okay. Geschafft. Jetzt drehen wir. So, ich bin, glaube ich, getroffen worden gerade. Zumindest leuchtete etwas blau auf. So, jetzt landen wir. Sehr gut, Pilot ist in Reichweite. Pilot Nummer 2.
Getroffen. Und da ist der nächste. Sehr schön. Super. Oh. Bin wieder gegen irgendetwas gestoßen. So. Runter. Da kommt einer. Und wieder ein Kamerad. So, wir fliegen weiter. Gleich in die Richtung hier, nach Osten. Getroffen. Durch die Schluchten rase ich. Und da ist der nächste. Sehr schön. So, nach links. Nach rechts. Wir landen. Werden dabei beschossen. Mal schauen. Leider wieder kein Außerirdischer. Ich würde die mal gerne sehen, wie die aussehen. Ob die sich unterscheiden von der 64er-Version. Leider hatte Selma ja keine Begegnung mit einem Außerirdischen. So dass ich nicht weiß, wie der Außerirdische bei der Apple II-Version aussieht. Okay, Mutterschiff ist in Reichweite, aber wir müssen noch zwei Piloten retten. So, 8, 9, da muss jetzt bald einer kommen. Oh, da. Unten. Ui. Also hier kriegt man auch wirklich angezeigt, wenn man zu nah ist. So, ich drehe mal. Weil da war doch was da. Wunderbar. So. Wir ignorieren den Beschuss. Kommt angerannt. Sehr schön. Und den schießen wir doch jetzt ab, oder? Wunderbar. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. So, das ist wieder eine feindliche Geschützstellung und mit einem Schuss. Erledigt. Und da ist das Raumschiff. Sehr gut. Das letzte hoffentlich. Zu weit entfernt. Okay. Ich habe mich täuschen lassen von dem Lichtsignal. So. Jawohl. Perfekt. Das war der letzte und auf zum Mutterschiff. Dann schauen wir uns mal das Ergebnis an. ...11.829, sehr schön. Und es geht weiter. 18.229, so. Wir überspringen wieder ein paar Level. Zehn. Elf. 12. Und diesmal müssen wir 8 Piloten retten. Vielleicht sehen wir diesmal einen Außerirdischen. Sonst glaubt uns keiner, dass es sie wirklich gibt.
So, und da ist direkt einer gewesen. Kein Außerirdischer, sondern ein Raumschiff. Upp. Nicht gut. Ich habe schon sehr viel Energie verloren. So, da vorne links ist der nächste. Warum treffe ich hier nicht? Verdammt. Jetzt habe ich ihn getroffen. Och, hier ist ja auf jeder Bergspitze jetzt ein Feind. Das gibt's ja gar nicht. So, ich vernichte zunächst einmal die ganzen Stationen hier. Und dann kümmere ich mich um den Piloten. Noch einer. Oh. Ach, das nimmt gar kein Ende hier. So, jetzt drehe ich aber mal um. Da war doch gerade einer. Moment. So, da. Wir landen. Das ist jetzt schon mal stressiger. Ah, Ship out of scope. Das war jetzt nicht gut. So. Jetzt landen wir. So, Pilot Nummer 2. Und da ist noch einer. Hinter der Hügelkette. Da fliegen wir mal rüber. Und landen. Na, da war ich zu langsam. Ich wende. Da ist der nächste. Okay. Ui. Ganz schön viel los hier. Leider ist es mir noch nicht gelungen, so zu landen, dass ich den Piloten groß sehen kann. Ah, und da geht's noch mal weiter. Okay, zwei hintereinander. Sehr schön. Jetzt kann ich mal den Piloten sehen. Sehr gut. Weißer Helm, den lassen wir rein. Okay, und da vorne links geht's weiter. So. Und landen. Schlag auf Schlag und da vorne links ist noch einer. Da fliegen wir direkt hin. Zwei sogar, super. Erst den einen, dann den anderen. Drei, haha. Und das ist jetzt ein Außerirdischer. Grüner Helm. Sehr gut. So. Nächster Versuch. Und wieder ein Außerirdischer, oder? Jawohl. Das Mutterschiff ist gleich da.
So, hoffentlich haben wir jetzt mehr Glück hier. Wir landen. Drei hintereinander. Nicht schlecht. So, wir fliegen mal nach Süden. 9. Okay, da war nichts. Jetzt hier in die Richtung. Sehr gut. Sehr gut. Ach, da hat uns jetzt etwas erwischt. Und wir sind mit dem Berg kollidiert. Wir landen. Ich hoffe, es ist jetzt wieder ein Kamerad. Jawohl. So, 2 Stück brauchen wir noch. Wir fliegen nach Osten. Sehr gut, rechts ist wieder einer. Und schaffe ich das? Könnte knapp werden. Nein, hat geklappt. Sehr schön. So, noch einen Piloten, den wir retten müssen. Und wir fliegen weiter gen Süden. Da. Da wird doch einer angezeigt, aber nichts auf dem Radar. Okay. Ich kann ja mal ein bisschen die Geschwindigkeit erhöhen. Mit voller Geschwindigkeit fliegen wir jetzt durch die Schluchten. Da. Verpasst. Verpasst, glaube ich. Ja. Aber wir wissen, wo er ist. Wir drehen um. Und landen jetzt. It's an Ace, super. Und wir starten zum Mutterschiff und haben auch diese Mission erfolgreich überstanden und sogar 16 feindliche Einheiten zerstört. Das nenne ich meine Bilanz. Siebenunddreißigtausenddreihundertfünfundsiebzig Punkte. Und wir überspringen wieder ein paar Level. Ah, das war ein Fehler. Also, Level 16 und wenn man danach oben weiter drückt, dann fängt es wieder von vorne an. Also, ich kann immer nur 3 Level überspringen. Schade. Und los geht's.
Uiuiui. So. Ah, zu spät. War zu langsam. Ich wende. Das ist ein richtiges Wespennest, in das ich hier geraten bin, oder? So. Jetzt aber. Na. Ah. Out of scope, das gibt's doch gar nicht. Da. Und jetzt. Das muss doch jetzt klappen. Oh, und Volltreffer. So, geschafft. Ab, ab, ab. Ach, warum treffe ich hier nicht doch jetzt? Und links ist der nächste. Aber wir landen erst. Runter mit uns. Volltreffer. Und wir bekommen jetzt wieder Energie durch den neuen Piloten, den wir gerettet haben. Sehr gut. So. Uiuiui. Getroffen und rechts ist wieder einer. Ignorieren. Und runter. Wir haben noch genügend Energie. Also in Gefahr sind wir noch nicht. Sehr gut. Und noch einer hier. Da können wir sogar den Piloten erkennen. Ja, ist ein Kamerad. Also Airlock direkt geöffnet. Und wir haben fast 100% unserer Energie wieder. Sehr schön. Jetzt können wir wieder etwas unvernünftiger sein. Getroffen. Ach, den hatte ich doch getroffen. So. Sechs muss ich noch retten. Treffer. Sehr gut. Sehr gut. Und da müsste der nächste sein. Ich bin zu hoch. Okay, da drehen wir gleich um. Ah, jetzt hat es mich erwischt. Jetzt hat es mich erwischt. So, runter. So, noch fünf Piloten. Und runter. Ach, wieder getroffen. Super. Kein Außerirdischer. Und noch einer hier links.
Das ist jetzt bestimmt ein Außerirdischer. Schauen wir mal. Nein, weißer Helm. Wir bleiben hier unten. Ah, da trifft mich jetzt etwas. Getroffen. Und runter. Mal schauen, ob wir noch in Reichweite sind. Ja. Kein Außerirdischer, hereinspaziert bitte. Und die nächste Raumkapsel, die ich hier retten kann. Das machen wir auch direkt. Also keine Gefahr, auch wenn wir getroffen werden. Noch haben wir genügend Energie. Und daran wird sich jetzt auch nichts ändern. So, einer noch. Und es ist schon in Reichweite. Sehr gut. Und ihr seht, es ist schon etwas dunkler geworden. Ah, ich war jetzt zu hoch. Jetzt aber. Na, ob das jetzt geklappt hat? Too far. Dann nehmen wir den hier, der uns jetzt entgegenkommt. Wobei entgegenkommt ist nicht richtig. Ich muss ja immer hin. Und too high. Och, Mano. Und hier sieht man jetzt wirklich, wie es dunkler wird. Also es war kein Bug bei der 64er-Version. Ui. So, den letzten einzusammeln, das wird jetzt gar nicht so einfach, oder? Ach, zu hoch. So, wo bist du? Da. Das müsste jetzt geklappt haben. Und? Ja, perfekt. So, und damit müsste ich eigentlich meinen Highscore auf dem 64er eingestellt haben. Schauen wir mal. 17 gegnerische Einheiten vernichtet und 10 Piloten gerettet. Oder 9, egal. Perfekt. 59.600 Punkte. So. Level 19, oder? Ich glaube, so weit war ich auch bei dem 64er gekommen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Die Ruhe vor dem Sturm. Eieiei. Hier geht es jetzt zur Sache. Treffer.
So, rechts war einer. Da ist er. Runter mit mir. Na, doch. Ich höre aber nichts. Aber die Klopfzeichen. Sehr gut. Da ist wieder einer. Das war jetzt leider zu weit. Dann nehme ich den nächsten hier und wende dann gleich. Weil ich lasse natürlich niemanden im Stich. So, ich wende. Da ist er. Runter mit mir. Und wir können das Raumschiff sehen und es ist ein eigener Mann. So, jetzt sammle ich mal ein paar Punkte. Sehr gut. Wir vernichten die Station da oben. Und fliegen jetzt gleich zurück. Sehr gut. Dann nehmen wir erstmal den hier. Mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Leider sehen wir den Piloten nicht. Aber wir hören ihn. Ah, da war noch einer. Moment. Hier links. Habe ich doch gerade gesehen. Und runter mit uns. Oh, wieder ein Treffer. Sehr gut. Und wieder einer. Hier liegen echt viele rum, oder? Also so gut scheinen meine Angreifer nicht zu sein. Oh, habt ihr es gesehen? Beim Landen noch diese fliegende Untertasse zerstört. Und ein Außerirdischer. So, gerade war doch eine 9 zu sehen. Ui, Treffer. Da. Da ist er. Sehr gut. Das sind 2 sogar, oder? Da kommt er. Okay. Mein Langstreckensensor zeigt wieder was an. 9. Ich entferne mich wieder. Ah, okay, hier. Sehr gut. Ach, zu hoch? Nee, aber das hat nichts gebracht. Kann ich eigentlich abbrechen? Und wir wenden. So, vielleicht hat das jetzt geklappt. Ich glaube aber nicht. Nein. Ein Tick zu weit. Wir fliegen ein paar Sekunden nach Osten und drehen jetzt in den Westen. In der Hoffnung, dass es jetzt klappt. Jetzt müsste es doch funktionieren, oder?
Ich gebe keinen einzigen Mann schnell verloren. Naja, den hätte ich, ja, auf den hätte ich verzichten können. Das Mutterschiff ist schon in der Nähe, aber ich brauche noch 5 Piloten. Also, noch ist meine Aufgabe hier nicht beendet. Oh, jetzt sind das hier viele. So, aber wo ist denn bitte schön einer der Piloten? Ah, das gibt's ja nicht. Geschütztürme ohne Ende, aber keine Piloten. So. Wir haben nur noch 50% Energie. Nicht gut. So, da ist der nächste. Da ist der nächste. Wir landen. Ah, hoffentlich hat das jetzt geklappt. Nein, leider nicht. So, aber jetzt, oder? Jawohl. Und ein weißer Helm. Okay, wir lassen ihn rein. So, schnell runter. Ein A, super. Airlock auf. So. Wir haben fast wieder 100% an Energie. Das ist super. Und da ist eine unserer Kameraden. Ich ignoriere die fliegende Untertasse. 3 Piloten brauchen wir noch. Und ich glaube, ein weißer Helm, ja. So, und da links ist wieder einer. Eieiei, das nervt ja langsam hier. Landen. Jetzt ist es ganz dunkel. Jetzt muss ich mich auf mein Gehör verlassen. Jawohl. Das finde ich cool gemacht, dass man nur anhand der Einschläge kurz die Landschaft sieht. Also wie in echt. Das gefällt mir. Super. 37 Feinde bisher zerstört, aber ich finde keinen Piloten. Aber Feinde ohne Ende. Treffer. So, 9, 8. Da war doch irgendein. Da, wunderbar. Da fliegen wir jetzt direkt hin. Hoffentlich ist es der letzte. Aber ich habe genügend Energie. Alles in Ordnung. Ah, komm, einer noch. Das kann's doch nicht sein. Ich möchte meinen Highscore einstellen. Ah, zu schnell gedrückt. Jetzt aber. Super. Pilot in Range.
wieder nicht. Was ist denn hier los? Was ist hier los? Einen brauche ich noch. Einen einzigen. Da, rechts. Und wir landen. Sehr gut. In Reichweite. Also langsam wird es hier lästig. Gott sei Dank haben wir noch genügend Energie für unsere Schilde. 3/4. Ich gebe mal Gas. Ich fliege jetzt mal hier ein bisschen schneller durch die Gegend. Dann werde ich vielleicht auch nicht so häufig getroffen. Aber wir reduzieren. Na, das war jetzt vorbei. Das heißt, ich kann wieder starten. Und ich wende. So. Ich hoffe, es ist jetzt der letzte Pilot. Und ja, er klopft. Sehr gut. Und wir fliegen zurück. Ja. Ganz schön hektisch da unten auf Fraktalus. Elf Piloten haben wir gerettet. Und 33 Feinde zerstört. Super. Meine Damen, meine Herren, das war's für heute. Wir sind im Level 20 angekommen. Ich habe 84.925 Punkte erreicht. Und ich denke, dass ich einen ganz guten Eindruck von der Atari 800 Version des Spiels Rescue on Fraktalus bekommen habe. Und ich muss gestehen, dass mir auch diese Version sehr viel Spaß gemacht hat. Sie lässt sich sehr gut spielen. Man merkt wirklich die Schnelligkeit, diese 1,5 mal schneller, die ich gelesen habe. Ich glaube, das war in der Gamers Global im Vergleich zur C64er Version. Was mich besonders beeindruckt hat, war das Intro. Das fand ich jetzt wirklich ziemlich genial, dass man vor allem das Raumschiff sieht und die ganzen Details. Also Chapeau. Also für den Zeitraum, in dem das Spiel jetzt erschienen ist, wirklich eine erstaunliche Leistung. Und da sieht man, dass Lucasfilms damals bei Computerspielen wirklich führend war. Ich darf mich wie immer bedanken dafür, dass ihr in die heutige Folge hineingeschaltet habt. In der nächsten Folge werde ich mir das Remake anschauen. Das wird bestimmt ganz spaßig. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch da reinschalten würdet, genauso wie in weitere Replay-Folgen von den Pretty Old Pixel. Bis dahin verbleibe ich mit den besten Grüßen und Wünschen. Bleibt gesund, bis bald, tschüss!